Guten Morgen, Community. Mein Name ist Lupus und ihr seid bei Hashtag Stop Thinking. Ich habe hier meinen Sonntagskaffee in der Hand und auch bereits ein paar Karten. Aber heute geht es gar nicht um Karten, denn mehr Kaffee. Wie bereits eben schon gesagt, es geht gar nicht so sehr um Karten heute, es geht vielmehr um einen Ring, um einen Zauberring. Oder es ist doch eher Zauberei mit einem Ring. Am Ende des Videos gibt es noch ein paar Infos, was in den nächsten Tagen auf euch zukommt. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Intro. Immer noch dabei? Wunderbar, dann kriegst du auch jetzt die, wie am Anfang des Videos versprochenen Infos, was in den nächsten Tagen auf dich, auf mich und auf uns alle zukommt. Ein großer Komet. Aus Feenstaub. Feenstaub! Und zwar gibt's am 18.08. diesen Monats, versteht sich, ein Meet and Greet mit, ich kenne ihn, Max Vohwinkel, genau. Falls ihr ihn nicht kennt, blende ich euch da. Oder ist jetzt wieder die falsche Seite? Es poppt auf jeden Fall ein Link auf. Und den könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr Max noch nicht kennt. Ich habe schon mal ein Video mit ihm gedreht. Von daher, es wird Zeit. Ne, Max? Weißt Bescheid. Die andere Info ist, ich habe mir überlegt zu bloggen. Wenn es dich interessiert, klick hier einmal auf die Umfrage. Ich mache es einfach so. Und klick einfach auf Ja oder auf gar keinen Fall. Dann weiß ich Bescheid. Und dem Ganzen noch kein Ende. Adiwurst 2. Und zu guter Letzt möchte ich euch mitteilen, dass am 16.09. die Großstadtliebe in Offenbach am Nordring 150 stattfindet, wo auch ich wieder mit dabei sein werde und zaubern werde. Wer also Bock hat auf elektronische Musik, sollte vorbeikommen. Ich schaue der ganzen Sache mit einem Lachen und einem weinenden Auge entgegen, weil es leider die letzte Großstadtliebe ist. Von daher, save the date, 16.09. am Nordring oder Nordring 150 in Offenbach. MTW, Robert Johnson, kennt ihr bestimmt. Ansonsten guckt einfach mal Google Großstadtliebe, ihr wisst dann, wie der Scheiß funktioniert. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Hashtag Stop Thinking. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit bis dahin. Bleib sauber. Oder auch nicht.